Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, eins der Themen unserer Zeit, und deswegen liegen auch von fast allen Oppositionsparteien Anträge vor, in denen viel Vernünftiges steht. Das ist zum einen gut, zum anderen aber auch ein Stück weit Ausdruck unserer Verzweiflung mit dem, was Sie uns als Strategie vorlegen, dass wir in die Lösung im Silbertablett servieren müssen. Denn Ihre sogenannte KI-Strategie erinnert mehr an ein Sammelsurium der Best-of-Thesenpapiere der verschiedenen Ministerien. Auf der einen Seite Aufbruchstimmung, auf der nächsten Seite Angst. Auf der einen Seite Marktführerschaft, auf der nächsten Seite eine Beschwerdestelle für algorithmische Fehlentscheidungen und ein KI-Observatorium. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich den ersten Teil der Digitalisierung verschlafen habe und beim zweiten nicht gerade den besten Start hatte, dann stellt sich wirklich die Frage, für was ich ein Observatorium baue. Soll ich wenigstens schön sitzen, wenn ich den anderen beim Zieleinlauf zusehe? Und ich kann Ihnen auch erklären, warum das so ist, weil Angst keine Strategie schreibt. Und Sie hätten es theoretisch leicht gehabt, hätten Sie ins Ausland geschaut. Viele unserer internationalen Kollegen haben eine Strategie vorgelegt. Finnland, sehr ausgewogen, erst eine SWOT-Analyse gemacht, schauen, wo stehen wir als Land, gemerkt, wir sind relativ klein, wir gehen in die Nische, wir bündeln unsere Ausgaben. Frankreich ernennt Cédric Villani als Gesicht der KI-Strategie. Der reist durchs Land, nimmt die Bürger mit und die Menschen wissen, ja, so funktioniert das. Bei uns, selbst wenn wir Begeisterung mit ihrem Papier auslösen würden, die Menschen wissen überhaupt nicht, wen sie bejubeln sollen, so wie sie nicht wissen, wer eigentlich dafür zuständig ist. Und um auf unseren Antrag zu sprechen zu kommen, wenn das wirklich eine Strategie ist, was Sie hier vorhaben, dann tun Sie uns und sich einen Gefallen und erstellen Sie KPIs. Und das, liebe Kollegin von der SPD, ist ein Hyperlink, relativ gängig seit den 90er Jahren. Und hinter diesem Hyperlink verbirgt sich eine Idee, wie diese Strategie messbar ist, damit die Bürger merken, wo stehen wir. Läuft es gut, läuft es nicht gut, müssen wir gegenlenken. Geben Sie den Bürgern Sicherheit. Und als weiterer Punkt, es steht, glaube ich, über 30 Mal das Wort Infrastruktur drin. Und es stimmt, wir brauchen Infrastruktur. Es steht aber in keinster Weise erklärt, ist es eine zentrale Infrastruktur, über welche Formate tauschen wir aus, ist es eine dezentrale Datenhaltung. Also bitte, liebe Kolleginnen, wenn es eine Strategie ist, formulieren Sie aus. Und liebe Kollegen von der SPD, hätten Sie die FDP gleich angerufen, hätten wir das ganze Ding geschrieben. Aber ein Antrag geht nochmal keine 50 Leute. Und letzte Anmerkung zu der Kollegin von den Grünen. Es stimmt, wir sind ein Land in Europa und das Europa-Kapitel in der Strategie ist sehr, sehr klein. Dies gilt es zu ändern und in Anbetracht dessen, dass Europa in Aussicht gestellt hat, 20 Milliarden zu investieren, können wir ziemlich froh sein, dass wir Europa haben und nicht nur ihr Strategiepapier. Und als letzter Punkt noch, um das mit auf den Weg zu geben. Wenn Sie in Zukunft mal eine Strategie produzieren wollen, die nicht aussieht, als ob ein PDF-Editor durchgedreht wäre, dann bündeln Sie vielleicht die Kompetenzen in einem Digitalministerium, sagen Sie, wer die Richtung vorgibt, und laufen Sie alle in die gleiche Richtung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Brandt.